Habe ich direkt geantwortet. Da habe ich direkt geantwortet, was laberst du? Ja, und da hat er behauptet, Jesus hat ja so gebetet wie die Muslime. Und dann habe ich ihm geantwortet, ja, wenn Jesus doch 600 Jahre vor den Muslimen kam, 600 Jahre vor den Moslems kam und die Muslime 600 Jahre nach Jesus, ja, sich niederwerfen und beten, dann beten doch die Muslime wie Jesus, denn Jesus hat es zuerst gemacht. Seht ihr eigentlich, wie beschränkt manche Menschen sind? Seht ihr eigentlich, wie geistig behindert manche Menschen sind? Und ihr sagt mir dann, ich soll nicht so reden? Ihr lasst euch paralysieren von Vollidioten. Nicht ihr, ihr wisst, was ich meine. Ihr, die, die euch lässt, die das irgendwann mal in Zukunft hören. Ja? Von Vollidioten lässt ihr euch paralysieren. Jesus kam 600 Jahre vor den Muslimen und die Muslime behaupten, Jesus war Moslem, weil er so gebetet hat. Dann müsstet ihr doch Jesus Nachfolge sein, weil ihr betet wie Jesus, ihr Volltrottel. Sag mal, wie dumm kann ein Mensch eigentlich sein? Ja, versteht ihr? Und da gab es noch ein paar andere Argumentationen, aber nee, kaum. Es ist einfach nur Durchfallgelaber. Durchfallgelaber. Es ist nicht mehr zu ertragen, ja? Und deine Liebe soll keine falsche sein. Das ist es genau, ja? Sollst du wirklich jemanden lieben, ja, der behauptet, Jesus ist Moslem? Wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was das heißt, dass jemand sowas behauptet? Glaubt ihr wirklich auch, der hat keine Ahnung von Islam? Wisst ihr, man hat Mohammed gefragt, jetzt passt mal auf, man hat Mohammed gefragt, wer sind die besten Muslime? Ja? Hat er mehrere Sachen dazu gesagt, aber jetzt mal, die alle total, naja, ne? Aber hier hat er gesagt, wer die Christen und die Juden in Ketten zu uns schleift, also hierher nach Medina und sowas, ne? Mekka und sowas. Ja. Wer die Christen und Juden hierher schleift. Mohammed, wer sind die besten Muslime? Die bringt die Christen und Juden, die Christen und Juden in Ketten hierher angeschliffen bringen. Das sind die besten Muslime. Hat das Jesus getan? Und ich soll da ruhig bleiben bei jemandem, der sowas sagt, dass Jesus ein Moslem war? Tut mir einen Gefallen. Bitte, seid mir bitte nicht böse, aber tut mir einen Gefallen. Hört auf, mir zu schreiben, sei nicht so hart. Hört auf, mir zu sagen, ja. Ich werde gegen Satan so hart vorgehen. Das ist noch gar nichts, ja. Der Tag wird kommen. Der Tag wird kommen. So, ihr Lieben. So, ja, ich, wie gesagt, ja, verzeiht diese Menschen, die das alles noch nicht so ganz verstehen, ja, jemand, der ist, wir haben es ja bei Tuga Yazar gesehen, zum Beispiel, ja, wir haben zum Beispiel bei Tuga Yazar gesehen, er war Ex-Muslim, wurde Christ und was ist passiert, ja, er ist wieder abgefallen, ja. Versteht ihr das? Das ist, was ich meine. Ja? Aber ich glaube, er wird wieder zurückkommen. Denn das ist genau das, was ich meine. Wenn wir anfangen, so hochmütig zu sagen, das und das ist so und das ist so, ja? Wie ihr seht, ich sage ja immer, wenn ich falsch bin, berichtigt mich. Ja? Und solche Sachen. Aber nicht so hochmütig Sachen, die sagen, die Sachen so und so und so und so und so. Denn wisst ihr, was dann passiert? Dann passiert genau das. Ihr macht dann einen Fehler, ja? Und Gott sagt, tu den abgebrochenen Zweig wieder aufheben. Was heißt das? Wenn du ein abgebrochener Zweig bist, hast du einen Fehler begangen. Dann soll aber die Gemeinde, deine Geschwister dich wieder aufbauen und sagen, okay, ist in Ordnung. Natürlich, wie Risa gesagt hat, wenn du dann sagst, Gott vergib mir mit ganzem Herzen, mit all deiner Kraft und all deiner Liebe, Gott vergib mir, ich war falsch. Buße tust, ja, und er wird dir vergeben, wenn du anderen vergeben hast, ja. So, dann wird dir auch der Vater vergeben. So, denn wir haben ja nicht den Heiligen Geist beleidigt oder sowas, ja. Versteht ihr das? Natürlich versteht ihr das. So, und
Das ist nämlich das, was passiert. Wenn du auf dem hohen Ross bist und dann einen Fehler machst, ja, und dann erkennst du auf einmal, ja, Mist. Ich habe das ja immer alles so rübergebracht, als wäre ich da in der absoluten Wahrheit. Ja? Dann passiert das, dass du auf einmal einen enormen geistlichen Konflikt hast und dir das passieren kann, was Yoga Yasa passiert ist. Aber ich sage euch, schreibt Yoga Yasa an und sagt ihm genau das. Ja? Du warst erst 8 Jahre im Glauben, du hast einen Fehler getan, ja? Das ist nicht schlimm, wir richten dich wieder auf. Leute, Yoga Yasa hat Menschen getauft. Wisst ihr, was das bedeutet? Er hat Menschen getauft, in Massen, ja, zum Christentum gebracht. Ja? Und was haben wir getan? Wir haben ihn angegriffen, verletzt, anstatt ihn wieder aufzurichten. Versteht ihr? Das ist, was Gott sagt mit eurem Hochmut. Ja? Das ist, was Gott uns warnt. Wenn ihr Sachen sagt, sagt, berichtigt mich, wenn ich falsch bin. Ich bin ein Sünder. Dies und das. Ja? Wir sind doch keine Propheten. Selbst die Jünger haben zu 12 am Tisch gehockt und besprochen und beredet. Den einen, den Timotheus, war das Timotheus, der oft so oft gezweifelt hat? Entschuldigung, seht ihr? Immer ehrlich sein. Ja, ich hätte mich jetzt hier vorbereiten können und das Buch rausholen können. Immer ehrlich sein, wenn man was nicht genau weiß. Einer der Jünger, der war doch immer sehr kritisch. Ja? Weiß ich jetzt nicht. Ihr wisst ja, wer. So. Und er ist marschiert und gestorben für Jesus Christus, für uns. Ja? Ein Märtyrer. Seht ihr? Weil jeder hatte seine eigenen Ideen. Ja? Jeder war irgendwo ein bisschen falsch. Jeder ist irgendwo ein bisschen falsch. Und die Bibel sagt es, jeder hat seine eigenen Gedanken. Die Bibel sagt es, jeder hat seine eigenen Gedanken. Sie sagt es bei Prophetie. Ja, dass wir alle ein bisschen irgendwo falsch sind. Also falsch im Verständnis. Ja, sie sagt es. Wie können wir sagen, dass wir richtig sind? Können wir doch gar nicht. Die Bibel, der Vater selber sagt es. Im Alten Testament, seht ihr, im Alten Testament, lest mal Altes Testament. Ja, dann lernt ihr viel mehr. Ja, dass euch solche Sachen nicht passieren. Im Alten Testament lernen wir ganz klar, dass Gott uns sagt, ja, sie alle, jeder Einzelne hat sein eigenes Verständnis, irgendwie so in der Art. Ja, jetzt mal so sinngemäß, ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau. Ja, ihr Lieben. So, heißt das, dass wir jetzt deswegen alle verloren gehen? Wer den Vater und den Sohn annimmt, ja, wer an mich glaubt, ja, was uns in den Himmel bringt? Ist das in den... Bringt mich das in den Himmel? Oder bringt mich das in die Hölle, weil ich sage, wählt die AfD? Bringt mich das in die Hölle? Wie kann man so etwas behaupten? Ja? Wie kann man so etwas behaupten, wenn wir die AfD wählen? Ja? Wer die AfD wählt und ihr seid abgekommen, die Christen, ihr werdet in die Hölle gehen. Sag mal, Leute. Wie kann man so etwas aussprechen, Freunde? Ja? Passt auf, Leute. Ich sage euch, passt auf. So, ihr Lieben. Ja, Gott macht alles. Aber auch durch uns. So, und jetzt absolutes Schachmattargument. Die 12 Jünger. Ja? Jesus hat gesagt, verbreitet mein Wort. Die 12 Jünger hätten an den Tisch bleiben können und sagen, wisst ihr was? Ja komm, wir verbreiten das Wort. Wir sind doch hier, ja, in Jerusalem, in Judäa, ja, in Bethlehem, ja. Und das war's. Wir haben es ja getan, der Rest macht schon Gott. Und es sind Könige entsprungen, ja, die das Christentum verbreitet haben. Könige. In Afrika zum Beispiel, ja, in Südamerika, also in Amerika, ja, Könige, die das Christentum angenommen haben. In Afrika Könige, die das Christentum angenommen haben.
Prinzen und so weiter. Ja? Und der König hat das Christentum angenommen und sein Volk hat das Christentum angenommen. Hm? Seht ihr? Absolutes Schachmatt-Argument. Könige haben das Christentum angenommen und die ganzen Völker haben das ganze Christentum angenommen. Ja? Herrscher haben das Christentum angenommen. Stämme, ja? In Germanien, in Irland, in England haben Stämme von das Christentum gehört und die haben sich kaputt gelacht. Ja? Doch die Herrscher, die doch ein bisschen mehr Gehirn hatten, sage ich jetzt mal, oder mehr Geist, viele von denen haben das Christentum angenommen. Ja? Und dann, ja, hat sich dann natürlich das alles entwickelt. Nicht überall so, aber in vielen, vielen Völkergruppen war das, dass der Herrscher, der König, ja, das Christentum angenommen hat und so weiter. Ja, ihr Lieben. Schachmatt. Ne? Ich könnte jetzt noch weitermachen, aber warum? Ja, warum? Ihr Lieben, verbreitet das Wort, Jesus Christus Wort, ja. Und wenn ein König das tut, dann tut das auch seine Gefolgschaft, ja. Also ihr Lieben. Wählt die AfD und dann werden wir sehen. Ciao.